Urs Fischer konnte tun, was er wollte. Die Bayern sind halt doch allgegenwärtig. Denn der gegnerische Trainer hieß ja Ciriaco Sforza, Ex-Bayern München. Gute Stimmung im letzten Rund. 17.000 kamen zu diesem 225. Zürcher Derby. Der FCZ in den ersten Minuten mit leichten Vorteilen. Gutes Direktspiel. Guguruzovic auf Schönbächler. In der Mitte fand Alexander Alfons das Tor nicht. Gute erste Möglichkeit nach 10 Minuten. Aber Alfons wartet weiter auf sein erstes Saisontor. Ciri Sforza ließ die gleiche Mannschaft wie zuletzt beim 2:2 gegen den FC Basel auflaufen. Auch seine Spieler zeigten gute, direkte Kombinationen. Paiva mit einer Riesenchance. Auch er wartet noch auf sein erstes Tor für seinen neuen Club. Barmettler hatte die Hereingabe verlängert. Heinz Barmettler spielte heute in der Abwehr für den verletzten Beda. Zürich war bemüht, die Grasshoppers früh am Spielaufbau zu hindern. Mit Erfolg in dieser Szene. Memedi. Agatha. Und der haut den Ball über Bürki hinweg ins Tor. 1:0. 15. Spielminute. Memedi mit dem Assist und Roman Bürki sah hier nicht allzu vorteilhaft aus. Er stand weit vorne, ärgerte sich aber zu Recht auch, dass Agatha so frei zum Schuss kam. Etwas nervliche Entlastung für Urs Fischer, während Sforzas Blicke dessen Unzufriedenheit deutlich anzeigten. Der FCZ hatte viel Platz, geht sehr erstaunlich passiv, ohne Emotionen. Memedi verteilte geschickt die Bälle. Rechts kam Philipp Koch. Alfons verpasste und Roman Bürki erneut mit Problemen. Zürichs Führung war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient. Nach Beda verletzte sich in der 39. Minute auch noch Teixeira, der zweite Innenverteidiger. Eine muskuläre Verletzung in der Rippengegend zog er sich zu. Raphael Koch ersetzte ihn. Doch die FCZ-Abwehr wurde kaum geprüft. Memedi mit erfolgreichem Pressing und Achtung, Djuric von der Mittellinie aus an den Pfosten. Memedi war da, der Ball im Tor, aber der Treffer zählte nicht. Hier gut zu erkennen, bei Djuric Schuss stand Memedi tatsächlich im Offside, griff ins Spiel ein, also alles korrekt entschieden, dann war Pause. Helm auf und ab in die zweite Halbzeit. Konnten sich die Grasshoppers steigern? Das war zwingend nötig. Vorerst aber weiter der FCZ mit Memedi, der ein sehr gutes Spiel zeigte. Schönbächler. Memedi, eine butterweiche Flanke, Meneses wehrte ab, Alfons war da, 49. Minute, 2:0, Alexander Alfons, jetzt hat's geklappt. Memedi bereitete auch das zweite Tor vor und Zürich hatte leichtes Spiel, schoss sich den Meisterschaftsfrust so richtig von der Seele. Sforzas GC trat enttäuschend auf, nichts lief zusammen. Eckball Djuric. Koch stieg hoch, 54. Minute, 3:0. Raphael Koch, der vor der Pause Teixeira ersetzen musste, erzielte sein erstes Super League-Tor. Völlig unbedrängt. Die Kür des FCZ ging weiter und GC wehrte sich nicht einmal. Agatha mit einem Befreiungsschlag. Memedi reagierte darauf. Umkurfte locker Vajori und traf in der 67. Minute zum 4:0. Der FCZ führte den Stadtrivalen nach allen Regeln der Kunst vor. Admir Memedi, zwei Assists und ein Tor. Der Mann ist in Form. Ottmar Hitzfeld wird's freuen. Die Grasshoppers außer Rand und Band. Zürich mit Schönbächler. Kukuruzovic und dem 5:0. Roman Bürki konnte einem leid tun.
Tja, und GC war mit diesem Resultat sogar noch gut bedient. Kurz vor Schluss sah Bertucci nach der zweiten gelben Karte rot. Der anschließende Freistoß. Kukuruzovic, abgefälscht, Nicci, 6:0, das halbe Dutzend war voll. Der FCZ demütigte die Grasshoppers. GC war heute inexistent, schwach, gar unterirdisch. Die Enttäuschung ist jetzt gross. Und das muss man auch verstehen, das ist auch menschlich. Ja? Von den Spielern angefangen, über mich, über alle, über die Fans, die uns unterstützt haben. Ein Derby so zu verlieren, das tut schon weh. 6:0. Der FCZ feierte den ersten Saisonsieg. Und was für einen. 6:0 gegen GC, das Resultat, das sie sich wahrscheinlich nicht einmal erträumt hätten, oder? Nein, also der Killer schon im Dorf stehen lassen. Ich meine, nach unserem missglückten Start in die Meisterschaft habe ich sicherlich nicht mit dem gerechnet. Aber wir sind davon überzeugt gewesen, dass eine Mannschaft wirklich den Schwung von Mittwoch mitnehmen kann. Ja, wir sind von Anfang an parat gewesen. Das, was in den letzten Spielen eigentlich nicht der Fall war. Jeder Zweikampf haben wir gewonnen. Und nachher, wir wissen, dass wir Fußball spielen können. Und nachher haben wir den Gegner nach Belieben eigentlich dominiert. Ja, ich bin natürlich happy, wenn ich mich so einführen kann. Die Mannschaft ist immer schwer, wenn man reinkommt als Innenverteidiger. Aber es ist gut gegangen. Und das Wichtigste ist auch, dass jetzt mal die Mannschaft ist gelaufen, dass wir unsere ersten drei Punkte können holen können. Das Goal 2 Assists, ist das der Admir Mehmedi in der Form von seinem Leben? Nein, in Form von seinem Leben noch nicht. Ich denke, ich habe noch Steigerungspotenzial. Und das möchte ich in der nächsten Partie beweisen. Ich kann nicht allzu viel sagen. Jungs machen auf dem Weg weiter, den ihr jetzt am Mittwochabend eingeschlagen habt. Und ich denke, das haben sie fantastisch gemacht heute.